Servus Leute, willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Im letzten Part haben wir das Rennen gemacht, sind ein paar Mal dabei dämlich gestorben, also sprich wir haben gefailt, aber das ist ja egal, weil das Spiel ist blind für mich, es macht Spaß. Und ich sehe gerade die Dinger da hinten. Brille! Falsche Taste. Das ist Taste, Knopf, ihr wisst schon. Ah, nicht so weit. Okay, Schwunghaken. Dein Auftritt. Oh, geil. Wohl's für mich, danke. Ui! Jetzt bin ich. Ah, jetzt bin ich da. Das ist perfekt. Jetzt können wir diese Seite erkunden. Ja, der Blaster hat wenig Munition. Ich nehme... Oh, ich habe fast gar nichts mehr. Feuerwerfer, Flammenwerfer. Moment, Dietrich. Der Dietrich kommt zu Papa. Der auch nicht. Moment. Ah, der Hydro-Beamer, der könnte es sein. Sollte es Hydro-Beamer. Ah. So, ich habe das jetzt aufgesaugt. Schauen wir mal. Ratchet kann doch schwimmen oder etwa nicht? Natürlich kann er schwimmen, er kann sogar tauchen. So, wozu war das jetzt gut? Dass ich hier so lustig im Wasser rumwatscheln kann? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht brauche ich das Wasser noch an einer anderen Stelle. Das sind ein paar Bolts sein. Ah, hier zum Beispiel. Aha! Jetzt komme ich da hinten hin. Ich weiß nicht, sind die Bolts so wichtig? Ja, komm. Saugen wir das Wasser nochmal ab. Gehen da runter, sammeln die Bolts ein. Watschen durchs Wasser. Und sobald wir hier alles eingesammelt haben, weil gibt es ja nicht allzu viel hier. Das erinnert mich irgendwie an Clankers Cavern aus Banjo-Kazooie. Na gut, Ratchet & Clank und Banjo-Kazooie sind ja in etwa selbes Spielgenre. Und in etwa derselbe Aufbau des Spiels. Also wundert es mich nicht, nur Banjo-Kazooie ist von Rare. Von Nintendo und das ist von keine Ahnung, Sony. Das Ratchet & Clank direkt von Sony? Das weiß ich nicht. Aber der Humor bei beiden Spielen ist ähnlich genial. Saug mal! Da, wie hat der Typ da gesagt, ich sage, reiß ihn dir auf, Mann. Was hast du zu mir gesagt? Ich weiß nicht, dieser Dialog ist irgendwie total geil. Den mag ich. So, hier abgesogen. Ich nehme das Wasser jetzt mal mit. Das brauche ich bestimmt noch an einer anderen Stelle. Hier zum Beispiel. Ich muss das Wasser erhöhen. Wasserstand. Oder? Ja. Weiß nur wie. Das haben wir gleich. Hier ist der niedrige Wasserstand. So, so komme ich wieder hoch. Okay, alles klar. Das ist doch der Rückweg, oder nicht?
Ja. Überlegen wir mal, da Wasser abgesaugt. Dann durch. Klettern? Nee. Ich werde mal zurückgehen. Im Moment, wie sieht die Karte überhaupt aus? Naja, ob das was bringt. Ich muss sich das Wasser jetzt irgendwo anders einfüllen. Da hinten komme ich komplett zurück. Das ist die Frage der Fragen, was ich jetzt machen muss. Irgendwie da hoch. Ist irgendwas zum Hochklettern? Offensichtlich nicht. Muss das Wasser hier irgendwie. Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Genau, weil das Wasser geht ja überall hin. Ich muss tauchen. Wie taucht man nochmal? Nicht, dass ich sterbe, nur weil ich nicht tauchen kann. Hoch, 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 hoch. Wie taucht man nach oben? So, so, schneller. Oh, das war knapp. Ich muss ganz einfach eine andere Taste drücken, um wieder aufzutauchen. Das ist ja mies. Ja, das sollte ich mir aufschreiben. Weg da! Oh, Bolt, so ein Ende. Ja, dieser Raketenwerfer, der beste der Galaxie, der wäre was. War doch der Raketenwerfer oder nicht? Nein, da fliegen wertvolle Bolts nach unten. Damit ich mir diesen Raketenwerfer leisten kann, muss ich jetzt an allen Ecken und Enden sparen. Fast so wie im wahren Leben, da muss ich auch an allen Ecken und Enden sparen. Hui! Geil. Das Spiel trumpft mit Dingen, mit denen ich nicht rechne. Oh. Ja, es war so schnell, als ich. Ja. Es geht noch weiter. Hilfe! Ich glaube, ich muss schneller als das Wasser sein. Kann das sein? Toll, ich habe gewartet, jetzt habe ich es mir selbst versaut. So, hier fließt überall Wasser zusätzlich. Weg da! Aua, ja, meinetwegen mir egal. Schneller, 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 schneller. Ich glaube, ich verliere. Hoch, 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 hoch. Ja, tauch doch auf. Du bist nicht ertrunken. Doch, du bist ertrunken. Damit du nicht ertrinkst, drücke unter Wasser die X-Taste fester, um schneller aufzutauchen. Hatte ich doch. Na gut, egal. Jetzt merken wir uns, nicht stehen bleiben, immer weiter rein. Wir rennen, egal was vor uns liegt. Ja. Nicht langsamer sein als der Wasserstand. Sonst bin ich erledigt. Wow, das Wasser kommt immer näher. Falsche Waffe, falsche Waffe. Lass mich durch. Keine Zeit zu verlieren. Das Dai könnt ihr euch sonst wohin schieben. Hohe Höhe! Hoch, hoch, hoch! Du musst rennen, dann bist du schneller. Oh nein. Schneller!
Ah! Wettrennen mit dem Wasser! Oh, ich habe nicht aufgepasst, ja, geil. Tauchen! Ist das überhaupt möglich? Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Hier ein Tipp, damit du nicht ertrinkst. Drücke unter Wasser die X-Taste fest. Gut. Los, los, los! Wettlauf mit dem Wasser. Egal. Scheiße! Raus! Kann's knicken. Okay. Ist das überhaupt möglich? Nee! Ja, das ist ja mega knapp bemessen. Muss man einen perfekten Run hinlegen. Alte Schnauze, Frau. Kann ich nicht irgendwie schneller rennen? Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn das Spiel mit. Wenn das Spiel mit solchen fiesen Matenten ankommt, das kann ja lustig werden. Oh ne, ich bin zu langsam, ich sehe das Wasser schon. Was geht denn jetzt? Oh shit. Hätte ich nicht tun dürfen, hätte ich nicht tun dürfen. Huste später. Oh nein. Verdammt nochmal. Kann man unter Wasser eigentlich irgendwie schneller schwimmen? Ich werde wieder verlieren. Oh, gerade noch. Gerade noch so. Das war knapp. Ah. Gut. Gut. Oh, auf jeden Fall. Die Aktion jetzt mehr denn je. Hinten sind die Feinde. Da ist ein Luftschiff wieder. Geht es zu dem. Hey, 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 die Pressekonferenz ist vorbei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen. Du meinst du und deine laufende Kamera? Ihr Paparazzi macht mich krank, verschwindet! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn... Nein, nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Alles klar, ich glaube, ich muss ordentlich blechen. Okay, dann
Raketenwerfer kann ich mir jetzt schon abschminken, aber egal. Seht ihr, wie es läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Captain Quark? Was ist los? Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ja. Ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen Ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich habe dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden, doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks geheimen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, können Sie mit Karacho Quarks Quiller, ach was, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich, erfahren Sie die Antwort, verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt. Keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden Sie nicht enttäuschen, versprochen, Sir. Geiler Humor, muss ich sagen, aber ich glaube, ich wiederhole mich, das kennt eh schon jeder. Wahrscheinlich kennt eh wieder jeder Ratchet und Clank, bis auf mir. Ich bin natürlich wieder der am letzten von diesem Spiel erfährt. Wisst ihr, alle anderen Leute, die kennen alle schon Ratchet & Clank, die haben es schon 100.000 Mal durchgespielt. Ihr könnt es mit verbundenen Augen zu 100% ohne auch nur irgendwie in ansatzweise getroffen zu werden. Und was mache ich so? Oh, ich fahre das Rennen. Oh, ich fahre 100.000 Mal in Dynamitkisten rein. Nur um die Menge zu unterhalten. Nee, natürlich nur, weil ich es nicht besser kann. Aber egal. Ich glaube, hier auf diesem Planeten haben wir soweit alles erledigt. Ja. Jetzt gehen wir schon zum nächsten Planeten, zu Quarks Hauptquartier. Infobot will ich nicht nochmal sehen. Quarks Angriff muss ich jetzt überstehen. Hui! Wir düsen durch ein Universum, ohne auch nur einen einzigen Planeten, einen Mond, eine Sonne oder sonst irgendwas zu sehen. Ja, ich weiß, diese Sterne da im Hintergrund, das sollen alles Planeten sein. Aber naja. Willkommen auf meiner Übungsstrecke. Hier könnt ihr allen zeigen, dass ihr stark und tapfer seid. Wie ich. Besteht die Strecke, um mir gegen das Böse helfen zu dürfen. Haben wir nicht schon genug getan? Was? Ich verstehe nichts. Ich sagte, haben wir nicht. Tut mir leid, ich höre nichts. Sag's mir später. Später? Dann könnten wir tot sein. Was? Na gut, Clank, machen wir's halt. Ja, das sieht da vorne ja schon richtig einladend aus. Eine Todesstrecke voller tödlicher Todesfallen. Ja, das habe ich absichtlich so gesagt. Geh darüber. Oh. Muss also da hinkommen und alles mögliche. Böses Ungeziefer, mörderische Fallen und alten Omas, die wollen, dass ich sie über Straße begleite, überstehen. Interessant. Wenn wir uns das in diesem Part noch einsehen. Wer auf die Videozeit guckt, der weiß natürlich, dass wir uns nicht ansehen werden. Und jetzt habe ich gespoilert. Naja, egal.
Ich könnte den Spoiler auch ja wieder rufen, indem ich jetzt einfach weitermache. Da geht das Video eine Stunde lang. Dann wäre es kein Spoiler. Aber das will ich nicht machen. Weil es geht uns im nächsten Part an. So, zuvor werden wir aber speichern. Ja. Dann würde ich sagen, das war Ratchet & Clank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.